ins MS-DOS teilen. Hallo liebe Retro Gaming Maniacs to Maniac am Start mit einer neuen Ausgabe von Lands of Lore, The Throne of Chaos. Wir wollen doch weiterkommen, hoffentlich. Und ich klick mal auf Südlandwald, weil ich hatte ja, nee Quatsch, Drarakelhöhle. Ich habe ja vor dieser Höhle abgespeichert. Und ich bin mal gespannt, was uns in der Höhle erwartet. Schauen wir doch mal, wenn das denn dann gleich irgendwann geladen hat. So. Aber was ich eigentlich hier nochmal kurz gucken wollte, ist, auch wenn ich jetzt. Okay. Ich kann also wirklich nur die beiden und diese Stufe 1 und 2, das ist praktisch die Stufe des Zaubers. Also laden wir nochmal kurz neu. Das wollte ich noch kurz gecheckt haben. Alles klar. Und ich habe gelesen, dass. Bakata angeblich auch zwei Fernkampfwaffen tragen kann. Wie soll denn das gehen? Geht das wirklich? Warte mal, was ist denn das da? Stab aufgenommen. Warte mal. Der Stab ist ja ziemlich stark, was? Ah, das heißt. Das heißt, er kann beide Waffen da tragen? Ah, das ist ja interessant. Und es hat geheißen, man soll ihm zwei Fernkampfwaffen geben. Dann würde sich der Gauner-Skill erhöhen und man braucht das hinterheben, wenn man Truhen aufmachen will zum Beispiel. Dann braucht man da einen entsprechenden Skill. Was machen wir denn da? Was ist denn die beste Kombination? So kommen wir auf 23. Oh oh, nur 10. 13, das ist ja nicht besonders. Ja, denn in die Schildhand kannst du es nicht. Nee, da nur in der Waffenhand platzieren. Ja, macht das jetzt wirklich Sinn, ist die Frage, weil so haut er doch viel besser drauf. Ich könnte es ja mal probieren. Also Kimi auf 13, auf 10, ne? Da spielt es, glaube ich, keine Rolle, wie rum ich das mache, oder? Nö, das spielt keine Rolle. Ja, wir probieren es mal einfach. Mal gucken. Ja, ah, guck mal da. Und ich kann eben nur eine Waffe tragen. Ich habe das jetzt gar nicht mitgekriegt. Hat der vier Arme? Wahrscheinlich, ne? Okay. Und der wird auch bis zum Ende des Spiels unser Begleiter bleiben, soweit ich das gelesen habe. Wir können aber mal so mögliche Wurfgeschosse... Habe ich keine... Doch, warte mal. Die könnten wir doch... auch hier mal so parat legen. Na, das Inventar ist aber nicht endlich. Sehe ich hier gerade. Gut, alles klar. Ja, dann gehen wir da jetzt endlich mal rein, ne? Mal gucken, was uns da drin erwartet. Hoffentlich nicht gleich der Tod. Grüß Gott, ich bin der Tod. Vorbei ist deine Not. This place stinks. Quite. Okay. Ich hoffe, dass das vom Sound her hier einigermaßen alles passt. Ja, ich glaube, das ist nicht schlecht. Ich habe ja seit dem letzten Mal nichts verändert. So, die Fackel brennt. Ich gehe erstmal so ganz normal hier an den Wänden lang und... guck mal eben, warte mal, jetzt habe ich hier gerade die falsche Taste gedrückt. Ja gut, wir gehen einfach mal so weiter. Und acht mal drauf, wo könnte irgendwas sein. Was ist denn das? Ja, sieht aus, als ob das da rechts der Fall war, ne? Ne, links. Okay. Und da kommt schon was zur Begrüßung. Jetzt wollte ich gerade noch was zaubern, aber es ist nicht nötig. Okay, das Vieh haben wir überlebt. Ja, dann gucken wir doch mal. Hm? Da kommt noch so ein Ding. Hm.
Ich kann ja auch mal zaubern versuchen, vielleicht. Ach, ich habe da Stromschlag noch an. Okay. Ich sehe nicht so gesund aus. Vielleicht sollte ich zwischendurch hier mal heilen. Wir können ja hoffentlich rasten. Die Laterne ist fast leer. Dafür haben wir ja Lampenöl. Die können wir auch nicht ausmachen wahrscheinlich. Gut, ich meine, hier drin zu rasten ist dann ja wahrscheinlich unsinnig, weil ja dann das Lampenöl mir wegbrät. Hoffen wir mal, dass wir so einigermaßen über die Runden kommen. Ich speichere vielleicht auch mal ab. Wäre keine schlechte Idee. Lieber einmal zu viel als zu wenig. Gellet? So. Mal sehen, was uns hier erwartet noch. Ich wollte doch eigentlich auch mal Zeug zum Schmeißen nutzen. Was war das? Bin ich da auf irgendwas getreten? Ne, keine Bodenplatte oder so. Ah, nochmal so ein Vieh. Schmeiß alles drauf, was wir haben. So. Dann nehmen wir mal alles auf, was wir geschmissen haben. Wir haben es überlebt. Yay. Gut. Warte mal, das war eine Sackgasse da hinten, ne? Ja. Alle klaro. Hurra, wir leben noch. Und das soll auch so bleiben. Ich glaube, da bin ich mir jetzt gar nicht so sicher, dass wenn irgendwo geheime Schalter sind, die hoffentlich auch auftauchen auf der Karte, selbst wenn ich sie vorher nicht sehen sollte. Nicht, dass sie nur dann auftauchen, wenn man auch direkt davor steht und den aktiviert hat. Noch kommen sie einzeln. Dann kann man sie ja eigentlich erledigen. Ne? Sah so aus. Hier ist auch nichts. Was? Da kommt doch was. Ach du Kackvieh, wo kommst du denn her? Nein, du sollst die Steine nicht ablegen, sondern ihr sollt die einfach werfen. Schmeißt alles drauf, was ihr habt. Hebt den Stein auf oder das Messer oder was auch immer. Schmeißen, schießen, kaputt hauen. Ich glaube, danach komme ich nicht drum rum, doch mal zu rasten. Ja, kann nur sein, dass wir daher im Dunkeln stehen. Aber ich habe doch, glaube ich, hier irgendwo Öl. Ne? Das ist ja Lampenöl. War doch da irgendwo, oder? Ja, ja. Ja, das wird wohl Lampenöl sein. Ja, man kann natürlich auch einen Moment warten, bis wir uns erholen. Aber ich glaube, wir stehen gleich wahrscheinlich sowieso im Dunkeln. Ich speichere da mal ab, weil ich habe keinen Bock, in so eine Grube reinzufallen. Zumindest nicht, wenn man es nicht unbedingt muss. What? Noch so ein Scheißvieh. Schmeiß den. Oh nein, wir wollen jetzt hier nicht sterben. Immer. Oh, das war knapp. Ich glaube, wir sind jetzt doch mal gezwungen zu rasten. Alles klaro. Ja, dann machen wir das jetzt halt. Ich hoffe, wir werden dann nicht wieder angegriffen. Legen sich zur Ruhe. Das Gute ist ja wirklich, ich habe es immer wieder schon betont, dass wir hier nicht ums Essen kümmern müssen. Dieses Spiel sichern. Jo. Ein Wunder, dass wir noch nicht ganz im Dunkeln stehen. Ich frage mich, ob man da hinten eventuell irgendwas rüberwerfen muss, wie man das ja schon mal so kennt. Damit sich irgendein Schalter schließt oder so. Warte mal. Was ist denn das da an der Wand? Okay. Ich frage mich gerade, ob es klug ist, die alle gleich... Oh. Aha. Das heißt, es ist irgendwie ein Kombinationsrätsel hier. Lassen wir erstmal das Grüne gedrückt. Bin ich hier schon gewesen? Das sieht mir so neu aus, oder?
Da war ich schon. Ich bin natürlich hier unten am Eingang auch noch nicht gewesen. Gucken wir doch da mal. Nicht, dass ich da unten noch was vergessen habe. Ist ja nichts unmöglich, ne? Oh. In diese Richtung können Sie nicht gehen, weil, was ist passiert? I've been poisoned. Was? Das Vieh vergiftet einen? Scheiße. Das Vieh macht Gift? Das gefällt mir ja nicht. Gut, dass wir hier was zum Entgiften haben. Ah, das ist noch so ein Scheißvieh. Ich wundere mich gerade. Na, warte hier. Nimm mal ein paar Bienchen, du Kackvieh. So, hat nicht gereicht. Ich denke ja mal, wenn ich zwischendurch Magie anwende, dann wird sich da auch, werden sich auch die Magierfähigkeiten verbessern. Scheiße, jetzt haben wir natürlich Ginseng geopfert. Mal einen kurzen Blick auf die Karte schmeißen. Jetzt kann ich überlegen, ob ich nach rechts oder links gehe. Ja, das gucke ich mir mal eben an da unten. Ja, das war ja jetzt fast zu erwarten. Hier gibt's nix. Echt auch keine Geheimschalter oder sowas. Das heißt, das hätte ich mir sparen können. Das Einzige, was es gebracht hat, sind Erfahrungspunkte. Ich sichere das aber wieder, weil ich bin da gerne auf Nummer sicher und sicher gerne, weil, ne, lieber einmal zu viel als zu wenig. Scheißvieh. Stirb, du Scheißteil. Ist das für ein zäher Brocken? I don't have enough magic. Ja. Scheiße. Interessant ist, dass es aber hier in der Höhle anscheinend trotzdem noch hell genug ist. Wir sind aus irgendeinem Grund nicht blind. Ich höre nur, dass da hinten irgendwo Action ist. Ich höre doch Schritte oder sowas. Ah, da kommt schon der nächste ange. Sag mal, was ist hier los? Na, weg damit. Hoffentlich können wir jetzt hier mal rasten, ohne dass wir hier angegriffen werden. Das wäre noch gut. Konrad sieht nämlich gerade nicht so gesund aus. Okay, und speichern. Wir haben wieder ein paar Viecher erledigt. So. Wie sieht es überhaupt charakterlich da aus? Ah, guck mal da. Da bei Gauner bin ich bald Stufe 2. Magier ist auch mehr geworden, weil ich zwischendurch gezaubert habe. Und ich glaube, das sollte ich zwischendurch immer mal wieder machen. Was hat er eigentlich für Sprüche am Start? Oh, bis Spruchstufe 3. Wahrscheinlich aber auch nur die 2 da, nehme ich mal an, oder? Interessant ist, dass er schon Magier Stufe 3 ist. Das ist ja ein richtiges Allround-Talent. So. So, jetzt heißt es nochmal gucken, wie bin ich denn gegangen? Wieder zurück. So, hier waren die Gruben. Ja, da kommt schon wieder so ein Mistvieh an. Die spawnen hier also irgendwie. So. Ah, der Stromschlag hat nicht gereicht. Alles klar. Also Bakata kann auch nur dieselben Sprüche wie ich. Ja, jetzt war die Frage, wie macht man es korrekt? Den Grün hatte ich gedrückt, ne? So. Na, Tölleken. Was passiert jetzt? Just needed the right combination.
Die Frage ist nur, haben wir die jetzt? Hey, sieht danach aus. Sieht aus, als ob wir... Na toll, als ob wir nicht mehr zurück können. Aber warte mal, da hinten ist da irgendwas in der Wand. Speicher mal kurz. Zwei. Nur für den Fall, dass ich mich hier verrannt habe und nachher nicht wegkomme. Es könnte ja sein, dass man nachher was da hinten rüberschmeißen muss, um die Fallgrube wieder zu schließen. So kenne ich das schon manchmal von früher. Aber erstmal gibt es offensichtlich kein Zurück. Eine Druckplatte. Ah. Oh. Was kommt denn da Fettes? Ich habe das Gefühl, das könnte jetzt hart werden. Ich habe nichts mehr zum Schmeißen. Es sei denn, vor deren Füßen liegt was. Okay, da ist was. Geld. Setz mal direkt diesen Helm auf. Ich hoffe, es gibt hier keine verfluchten Gegenstände. Was? So, Waffe zurückgeholt. Alles irgendwie nehmen und schmeißen, was hier rumliegt. Schnell das Messer noch aufheben, greifen, werfen. Hey. So, da liegt noch ein Felsblock rum. Papp, papp, papp. Immer drauf mit den gefundenen Sachen. Oh, was ist das denn? Ein Lederwams. Habe ich aber auch schon. 43? Ist genau das gleiche. Was ist mit ihm? Er hat das auch schon. Alles klar. Ich hoffe, ich kann jetzt... Stab aufgenommen. Ich mache gerade... 25, 43 und da. Gut, mehr Schutz, aber na gut. Ein Stab. Vielleicht müssen wir ja noch irgendjemanden weiteres damit ausrüsten. Felsbrocken, der Dolch, Felsen. Ich höre doch, glaube ich, schon wieder Schritte. Ich glaube, ich speichere das nochmal eben ab. Ja, ich hatte das ja schon eingangs erwähnt. Ich werde viel speichern. So, warte mal, vielleicht, jetzt kann ich vielleicht rasten. Sieht das, als ob ich meine Öllampe gar nicht wirklich hier brauche, denn die ist ja angeblich leer. Aber ich sehe ja immer noch was. So, na dann. Weiter geht's. Jetzt gucken wir mal, was denn da in dem Raum so Wichtiges war, dass da so viele Leute rauskamen. Wir haben alle Sachen wieder ausgerüstet. Sieht so aus, ja. Was ist denn hier so Schlimmes? Hm? Da war wohl jemand angekettet. Miro, so schließen sich solche Leute hier alle freiwillig in dieses Verlies ein. Da ist eine Flasche. Das eine sieht nach einer Ölflasche aus. It crumbled to dust. Da, eine Ölflasche. Yay! Das heißt, irgendwann braucht man hier vielleicht nochmal wirklich Licht. Ich habe das Gefühl, das Hemd brauchen wir gar nicht. Ginseng. So, einmal für die Entgiftung haben wir hier wieder einen Ersatz. Da hinten liegt doch noch irgendwas. Ein Schlüsselbund. Dietriche. Die packen wir zu den anderen, die wir da schon haben. Ich glaube, das Hemd können wir vergessen hier. Da braucht doch keiner. Oder? Ja, nimm's doch nochmal mit. Solange ich hier noch irgendwo ein Plätzchen dafür habe, können wir das ja mitnehmen. Wenn jetzt irgendwie was anderes, Interessanteres fällt, dann kann ich das immer noch rausschmeißen, das Hemd gönne. Das letzte Hemd. Ist irgendwas Verdächtiges hier auf der Karte ersichtlich? Nein. Eben die Platte, Gruben. Ja, jetzt
Geht's da oben noch weiter? Wollen wir mal gucken. Also ab durch die Tür und dann nach rechts. Und wie immer, sicherheitshalber sichern. Eine Bodenplatte. Mit. Oh. Alter, Schweinereien. Let's be careful around this. Ja, habe ich jetzt auch gemerkt. Da hinten kommt schon wieder Ärger auf uns zu. Bratz. So. Oh, der nächste. Na, ach, ich krieg dieses dumme Messer nicht aufgehoben. Schnapp. Na, stirb, du Mistvieh. Ja, schon ein bisschen was härter unterwegs hier. Gut, dass wir anscheinend ja ne? Endlos Pfeile haben. Ich kriegte gerade, ich denke, so steht da noch. Ah. Das könnte eng werden. Ich hoffe, ich kann danach gleich rasten. Na? Nicht nötig. Hey, der hat was fallen lassen. Aber mal gucken, was ist denn das für ein Kügelchen da? Smaragdauge. Das klingt wichtig. Speichern und hoffentlich können wir uns regenerieren. Hat er das eine als Drakelhöhle 1 gar nicht abgespeichert? Oh, scheiße. Ich hätte da oben auf leerer Speicherplatz kicken müssen dann. Na, jetzt habe ich den einen Spielstand praktisch nur umbenannt. Das war hoffentlich kein Fehler. Ja, irgendwie werden wir ja hier wohl auch wieder rauskommen, hoffe ich. So, alles erholt. Ja, die direkt mal safen wieder. Ich frage mich ja, ob man hier während des Rastens angegriffen werden kann. Es gibt ja solche Dungeon Crawler, wo du nicht in Ruhe pennen kannst, sondern wirst du direkt attackiert. Gucken wir uns hier mal vorsichtig um. Was ist das? Ein Loch in der Wand. Da kann ich aber nichts machen, oder? Nö, nicht genau. Ich habe ja auch keinen Hammer oder sowas. Ich habe die Axt da, aber ich glaube nicht, dass man mit der Axt was machen kann. Oder muss man die dann vielleicht in die Hand nehmen? Da braucht sie aber auch was ganz anderes. Ja, mit dem Beil erreichst du nichts. Okay, das wollte ich nur kurz gecheckt haben. Aber ich habe das Gefühl, dass man hier irgendwann was machen muss. Wobei das so ähnlich ist wie in dieser Ork-Behausung, ne? Da waren die Wände auch so komisch. Aber wundern würde mich ja hier nichts. Ich habe so das ungute Gefühl, dass es hier gar nichts weiter gibt. Es sei denn, wir haben hier irgendwo eine Geheimwand. Ich kann ja hier mal so lang klicken. Ne, ich sehe auch nichts, was außer dem Drachen da, was da irgendwie interessant sein könnte. Ich habe nur das Gefühl, wenn in die Bodenplatte kommt, ich sollte einfach ganz schnell rennen. Und schnell zur Seite ausweichen. Kommt dann gleich die Gesch Ja. Diesmal war ich schnell genug. Sonst gab es aber nichts mehr, ne? Nee, richtig. Ich habe das Gefühl, ich habe gar keine andere Wahl, als mich jetzt durch die Gruben fallen zu lassen und mal gucken, wo ich da rauskomme. Von wo bin ich denn da gekommen überhaupt? Achso, das ist hier das Verlies. Jetzt ist die Tür wieder zugegangen.
Ja, ich habe ja gar keine andere Wahl eigentlich, aber ich sichere das trotzdem mal ab. Und dann lassen wir uns mal fallen. Hoffentlich stürzen wir jetzt nicht 100 Meter in den Tod. Ich habe keine Ahnung, was mich hier erwartet. Autsch, das hat anscheinend wehgetan. Was passiert jetzt? Ja, das ist ja ein tolles Empfangskomitee hier. Kaum kommst du hier an. Aha. Wirst hier schon freundlich begrüßt, nicht? Okay. Den haben wir erledigt. In welche Richtung gehe ich denn jetzt mal? Der kam von hier. Das auch so ein... Offensichtlich. Da ist ein Schalter. Sieht man den eigentlich auch von der... Nur so, sieht man den auch von der Seite? Nee, von der Seite wird man den nicht sehen. Das heißt also, wenn es irgendwo Geheimwände gibt, so wie hier, aha, dann kommt man da sehr wahrscheinlich wieder nach oben. Aber jetzt bin ich ja einmal hier unten. Jetzt will ich aber gucken, was hier Phase ist. Ach, sieh mal an! Wenn man es hinlegt, ist es eine Spitzhacke. Wenn man es aufhebt, ist es ein Hammer. Okay. Na, wenn man damit nicht das Loch in der Wand da oben irgendwie eingedetscht kriegt, dann weiß ich es auch nicht, ne? Da unten sehe ich auch noch einen Schalter. Den siehst du tatsächlich nicht, wenn... Ja, das habe ich auch schon gemerkt. Sind da zwei Schalter? Es ist nur der eine. Okay, um den kümmern wir uns gleich. Ich will erst mal gucken, ob hier noch was ist. Okay, also. Norden? Genau. Klick-klack. Oh, Gerippe. Menschenknochen. Ich glaube aber irgendwie nicht. Ein Schädel. Kann man mit dem irgendwas machen? Ich nehme den einfach mal mit. Warte mal, ich speichere das hier mal ab. Wieder mal. Kann ich mit dem irgendwas machen? Nur so interessehalber. Um die Waffe zu benutzen, geben Sie sie der Figur in die Hand. Ein Schädel als Waffe? Moment mal, Stärke 25. Ja klar. Ich kann damit höchstens schmeißen, hier. Nee, ich kann den nicht. Ich kann den Schädel nicht schmeißen. Ich kann ihn nur ablegen. Okay. Es wäre vielleicht auch etwas pietätlos. Ja, lassen wir den mal bei seiner Leiche. Oh. This room smells worse than the rest. What in the world is that? Und eins davon pulsiert. Hey, there's something alive in there. Shall we cut this one open? Da ist ja jemand drin. Oh, that air smells good. Thanks. I was on my way to the Droakel when one of those monsters grabbed me. We as well seek the Droakel. You are quite welcome to join us. Oh, thank you. I'm Laura. I've been chosen to serve in the Droakel's household on behalf of my village. If I can't get there, he won't give our farmers the weather predictions. I take it you are from Grisbill. I'm Conrad, and this is my friend Bakata. I'll wait for you outside this dreadful chamber. Okay. Heavens, I'm feeling a bit queasy. Ist da auch sowas drin oder kommt ein Vieh raus? How disgusting. These pods are filled with goo. Oh, how disgusting. This cavern looks like those monsters' den. Okay. Aber mehr ist hier nicht, ne? Thanks again. I thought it was over for me. Okay, jetzt sind wir zu dritt. Was hat denn das Fräulein so? Gauner Stufe 4. Ich habe mal irgendwann gehört noch,
dass sie aber nicht die ganze Zeit bei der Gruppe bleiben. Zerrissenes Hemd, das hat Schutz 4. Ich habe ein normales Hemd, hat das mehr Schutz? Ja, dann schmeißen wir das zerrissene Hemd dafür weg. Das brauchst du jetzt nicht mehr. Und wir könnten dir ja auch einen Stab in die Flosse geben. Ja, immerhin. Oder warte mal, ich habe ja auch noch einen Morgenstern übrig. 10, 11, 13, 6 oder... Irgendwie taucht die Axt nicht so besonders. Ne? Sie sieht zwar schick aus, aber so richtig Schaden macht das Ding anscheinend ja wohl nicht. Ich könnte natürlich auch das Lederwams anziehen. Ja, zumindest so lange, wie es dauert. Okay, dann haben wir doch schon mal ein bisschen was. Jetzt könnten wir natürlich alle mal rasten. Ich hoffe, wir werden jetzt hier nicht überfallen. Damit das Mädel auch wieder fit ist nachher. Das heißt, sie scheint ja in Diebesfertigkeiten, sprich Schlösserknacken, nicht schlecht zu sein, falls wir denn mal irgendwann noch eine Truhe brauchen. Oder Wurfgeschosse und so, die sollten ja dann auch was helfen, ne? Also sollte sie eigentlich hinkriegen. Es gibt ja keine Stufe, die angezeigt. Doch, ja, hier, das sind ja die Stufen dann. Gaunerstufe 4. Lebenspunkte 48. Er hat eigentlich gar nicht so viele Trefferpunkte. Und ich habe 36. Okay, jetzt speichern wir das mal wieder, ne? Wir haben einen Hammer, wir haben diese komische poröse Wand. Zählen wir eins und eins zusammen. Jetzt gucken wir mal. Ja, da muss ich ja jetzt die Leiter rauf. Hä? Achso, das ist das Hemd. Irgendwas hört sich hier immer noch merkwürdig an. Da krabbelt doch noch irgendwas rum. Ja, Tatsache. Ob sie auch sonst irgendwelche Fallen riechen kann? Jawohl, Empfangskomitee. Mal gucken, ob wir das zu dritt einigermaßen hinkriegen. Was ist denn mit ihm los? Sag nicht, er ist tot mit einem Schritt, oder was? Nee, ich glaube, er ist noch nicht tot, wenn ich das... Aber es ist trotzdem hier ganz schön was los. Mann, oh Mann. Also wenigstens einer von uns sollte überleben nachher. Fuck. Es gefällt mir nicht. Ja, ich glaube, wenn ich jetzt auch noch abkacke, dann... wie viele sind denn das? Dann sieht es schlecht aus. Warte mal, ich muss mal gucken, ob ich hier wenigstens zwischendurch meinen Heiltrank nehmen kann. Ah, das geht so nicht. Das geht erst, wenn ich wieder zurück im Spiel bin, ne? Okay. Oh, vielleicht kriege ich es ja so irgendwie hin. Ey, wie viele sind denn das? Ich habe ja auch nichts mehr zum Schmeißen. Ne? Keine Steine, alles ist weg. Da bleibt wirklich nur noch die Möglichkeit... Ja, auch das noch. Hervorragend. Scheiße, wenn ich das überleben sollte irgendwie, dann wäre es ja noch gut. Boah, ich glaube, das wird heftig. Boah, jetzt habe ich nur für 2 getroffen. Warte mal. Ich habe da ein ganz mieses Gefühl. Boah. Wie viel von diesen Drecksviechern sind das denn? Ich kann nicht einfach nach hinten abhauen. Und die Leiter wieder runter. Schnell runter. Vielleicht gibt es noch eine andere Möglichkeit, das zu überleben. Ich hoffe es. Ich bin mir nicht sicher. Im Idealfall kann ich hier rasten. Nee, scheiße. Die anderen bleiben tot. Fuck. Sie wachen auf. Ja, aber der Rest wacht nicht auf. Scheiße, das heißt, da muss ich tatsächlich nochmal laden. Oh nein. Heißt es dann auch, ist 0 von 48 Trefferpunkten. Ja, shit. Die kann ich wahrscheinlich auch so nicht heilen. Ich habe ja auch nichts mehr.
Warte mal, doch, ich könnte es mit dem Heilspruch versuchen, aber ich glaube, das funktioniert nicht. Ich kann wahrscheinlich nur mich selber heilen, ne? So wie jeder wahrscheinlich nur sich selber heilen kann. Das geht doch! Ah, es geht doch! Schwein gehabt. Ich frage mich nur, ob die da oben sich dann auch heilen. Dann wird es natürlich übel. Oh Mann. Das ist ja kriminell. Ein Spiel sichern, neuer Spielplatz, Speicherplatz. Und einfach mal Kampf. So. Wobei, ich muss da ja irgendwie durch. Und ich habe ja eigentlich gar keine andere Wahl. Ich habe leider keine Wurfwaffen mehr. Auf ein neues. So wie es aussieht, ist aber das, was schon tot war, das bleibt hoffentlich auch tot. Das ist ja dann schon mal. Ich versuche mal auch so ein bisschen meine Magiefertigkeiten hochzupuschen. Scheiße. Jetzt habe ich weiß gar nicht, ich habe glaube ich kein Gegen. Doch, ich habe noch ein Gegengift. Ich könnte natürlich nochmal laden und hoffen, dass ich dann nicht vergiftet werde. Ja, das können wir probieren. Ich versuche es mal hinzukriegen, dass ich in dem Kampf nicht vergiftet werde im Idealfall. Dann kann ich mir den Ginseng nämlich sparen. Also ich probiere es jetzt noch einmal so und hoffentlich habe ich dann Glück. Ja, ich habe noch den einen Ginseng, sonst habe ich da. Ja, ich habe noch ein paar Steinchen. Okay. Aber warte mal, der Säbel. 13, 11. Ne, der ist ja noch schlimmer. Gut, also, auf ein neues. Und dann hoffentlich. Hoffentlich wird keiner von uns vergiftet. Wollen wir es hoffen? Vielleicht klappt es ja so. Bitte keine Vergiftung. Ja, okay. Mal schnell sichern. Jo. So, jetzt heben wir mal das ganze Zeug hier auf wieder. Und hoffentlich kann ich hier rasten und wir sind nicht vergiftet worden diesmal. Noch nicht. Poisoned. Scheiße. Ja, toll. Jetzt kann ich es nochmal laden, weil ich hab einfach zu lange gezögert. Mist. Schalt hier schon mal direkt auf Stromschlag. So. Das heißt, es rennt auf jeden Fall da noch so ein Kackvieh rum. Na? Oder plötzlich nicht. Okay. Das scheint also auch ein bisschen zufällig zu sein. Oh, was ist denn das da? Bin ich wieder draußen? Da wollte ich aber noch gar nicht hin. Nee, nochmal zurück. Ich wollte bis zu der Stelle, wo das Loch in der Wand ist. Das kann noch nicht alles gewesen sein hier. Wo war denn das nochmal? Das war unten, ne? Muss ich mich nochmal durch die Grube fallen lassen? Oder gibt's. Sag mal, wo kommt ihr denn her? Aus Rattenhausen. Na, bitte sehr.
tauchen die wieder mal so außen nichts auf, die Drecksdinger. Schieß doch! Hau doch! Mann...